Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video. Ich weiß noch nicht, was ich zuerst mache oder ob ich beide Produkte zusammen mache, weil es eigentlich das gleiche ist. Dann kann die ja mal, vielleicht machen wir auch beide Unboxings oder zwei Unboxings und dann aber den Hardware-Test dann zusammen, weil das sind im Prinzip beides das gleiche. Ja, das sind Wireless Boxen, also ja auch mit Freisprechfunktion und so, also Freisprecher-Einrichtungen und so für oder Meeting-Lautsprecher, je nachdem, wie man dazu sagen möchte. Clear und hier, was haben wir hier? Kristall Clear, Clarity mit E-Med Luna. Und Make it simple. Naja, mal gucken. HD, also die haben beide HD-Audio. Qualität haben sie beide, so ein Wappen mit einem Haken. Clear haben sie auch beide. Die eine Verpackung ist halt länger als die andere. Die eine ist dicker als die andere. Hier sieht es beleuchtet aus, hier nicht. Also ich denke mal, das werden im Prinzip fast die gleichen sein. Drei Mix. Vier Mix, also hier sind drei Mix, hier sind vier Mix drin. Die Reduzierung haben so beide, sind beide kompatibel. Ja, Crystal Center. Ja, da würde ich sagen, wechseln wir mal in die Unboxing-Ansicht. Ich weiß noch nicht, mit welchem ich anfangen werde, und dann werden wir die beide aber zusammen mal testen. Und ja, dann bis gleich. Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe mich entschlossen, wir werden mal beide unboxen. Oder wollen wir nur eins machen? Wir boxen den an, oder? Wir boxen den an. Ich wollte eigentlich beide machen, aber das ist ja auch Blödsinn. Das Hardware-Video werden wir zusammen machen. Aber das Unboxing werde ich mal einzeln machen. Das ist Quatsch, wenn ich das zusammen mache. So, achso, hier ist. So. Also, ich mal ein bisschen rauszoomen. Ich habe noch eben noch reingezoomt gehabt. So. Das ist ja Metall, so ja geil. Der ist Metall. Also nicht Plastik, der ist Metall. Die Knöpfe haben auch einen guten Druckpunkt. Alle schön um die Mitte rum verteilt. Das ist der Hauptknopf, logischerweise. Mikrofon stumm schalten. Minus, plus, annehmen, Bluetooth aus und keine Ahnung. Was haben wir denn da noch drin? Ein USB haben wir hier mit bei. Ah, alles klar, alles klar. Den USB zeige ich euch auch noch. Wir haben einen kleinen USB-Dongel. Den mache ich aber hier wieder rein. Ich habe Angst, dass ich den verliere. Der ist für den PC, dass man den auch am PC anschließen kann. Als Mikrofon sozusagen oder sogar als Lautsprecher. Dann kann man sagen, halt Gespräche, wenn ich einen Anruf kriege, Skype zum Beispiel, sollen hier raufgehen, dass die Boxen halt für normale Sachen sind, kann man an und an abnehmen und dann halt sich darüber unterhalten. Ne? Dann haben wir hier noch ein Klinke. Ein Dreipoliger zu einem Dreipoligen. Und ein USB. Ja, ein USB-C. So, dann haben wir hier unten noch eine Can Help You. Für Deutschland. Ah, okay, das ist bestimmt für den Support oder so. So, dann haben wir hier. Ach, noch mal eine Erklärung für den Dongle.
mit Bluetooth, also für Bluetooth, wie die Farben sind, wo ich den Dongle wahrscheinlich nicht mal brauche. Ich kann das eigentlich wahrscheinlich so einfach per Bluetooth an meinen PC anschließen. Denke ich mal. Da werden wir mal testen. Dann halt noch Kleinet und wir haben hier auch noch wieder eine Anleitung und Deutsch ist mit bei, Seite 19. Seite 21 bin ich jetzt. Oh, oha, das ist klein geschrieben. Ah, da werde ich wieder mit Handy arbeiten müssen. Da knipse ich mir dann immer mit dem Handy praktisch die Seite und dann kannst du auf den Bildschirm ranzoomen. Weil das ist mir zu klein. Selbst mit Brille ist mir das zu klein. Viel zu klein. Ah, das vom Prinzip her finde ich das geil. Zack, hier rauf. Wir haben hier. Ach, hier kann man den Dongle dann auch reinmachen, damit er eben nicht abhanden kommt. Da, wir haben hier vier große Halbkreise, nein, nicht Halbkreis, Viertelkreise mit Gummi. Ich denke mal, das sind die Mikrofone hier. Ja, Tasten haben auch schön Druckpunkt. Hier haben wir dann einmal Kopfhörer, einmal Mikrofon, denke ich mal, weil rot und schwarz. Dann, das wird, ich glaube, das ist so ein Ding wegen Diebstahlschutz. Und hier haben wir USB-C. Oh, sieht doch ganz gut aus. Da bin ich mal gespannt. Der Hardware-Test, Hardware-Video werden wir dann natürlich beide gleichzeitig machen. Da brauche ich nicht getrennt machen, das ist ja Quatsch. Testen wir gleichzeitig. Und zwar die iMeet Luna. Ich bin mal gespannt, wie sie sich schlägt. Ja, dann würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden. Soll es soweit für das Unboxing gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im Hardware-Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.